Leute! Hallo! Ja, nicht verwundert sein, warum auf einmal jetzt der Name komplett geändert wird. Ja, viele kennen meinen Kanal. Eigentlich handelt es sich immer um Luxustaschen und Designermarken. Aber jetzt ist das Thema Auswandern einfach viel präsenter bei uns im Leben, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, meinen Kanal so ein bisschen zu verändern. Ihr werdet doch zwar weiterhin auch schöne Videos bekommen über Designermarken, aber auch ein ganz spannendes Thema, was uns halt wirklich jetzt ein ganzes Jahr, über ein Jahr begleitet hat, über das Thema Auswanderung. Und wir machen das ganz aktiv schon auf Instagram, auf TikTok, und es sind so viele Fragen, die wir einfach nicht, sag ich jetzt mal, direkt beantworten können. Deswegen haben wir gedacht, wir machen einfach ein YouTube-Video und ihr werdet ganz viele Infos hier auf diesem Kanal bekommen. Ja, und damit einhergehend herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir haben uns schon seit Wochen tatsächlich darüber Gedanken gemacht, ja. Und kamen auch immer ganz viele Anfragen, sowohl auf Sarahs Instagram als auch auf meinem, ob wir das nicht mal machen können. Ja. Und dann die ganzen Fragen bleiben irgendwie dann auf der Strecke. Und dann haben wir gesagt, komm, Sarah macht das ja sowieso schon eine Weile. Sie hat mich dann auch dazu bekommen, zu sagen, wir machen es beide zusammen. Ja. Und alles unter dem groben Aspekt, wir wollen wirklich einen Mehrwert bieten auf dem Kanal. Wir wollen wertvolle Informationen geben für Interessenten, die hier wirklich auch den gleichen Prozess vielleicht in Zukunft mal vor sich haben, aber auch vielleicht Leute, die sagen, die möchten auch einfach hier einen Urlaub machen oder die interessiert das drumherum. Wertvoller Content und Mehrwert steht wirklich an erster Stelle hiervon, und deswegen haben wir heute gedacht, legen wir los. Genau. Genau. Und wir würden sagen, time to say Dubai, weil so heißt unser erstes Video. Du interessierst dich für das Thema Auswandern oder Dubai und möchtest sehen, wie das Leben hier bei uns so abläuft, dann würden wir uns freuen, wenn du uns abonnierst, denn wir zeigen dir jede Woche ein Video über diese Themen. Ja, und ich würde tatsächlich sagen, wir holen einfach mal ein bisschen aus mit dem Prozess, wie das alles angefangen hat. Wir hatten Mitte letzten Jahres die Möglichkeit gehabt, hier nach Dubai zu gehen, haben da beide von Anfang an total für gesprochen, haben den Weg geebnet und geguckt, wie wir es alles jetzt meistern können in den Folgemonaten, was wir alles angehen müssen, was da noch alles mit dranhängt, und muss tatsächlich sagen, dass da einige Monate auch schon Planung für draufgegangen sind, weil man einfach gerade, wenn nicht nur wir beide jetzt gehen, auch wenn da kleine Kinder bei sind oder generell man mit mehreren auswandert, mit Tieren, da gehört einfach Planung zu und man muss sich mit allem befassen, was noch mit dazu gehört. Ja, dementsprechend haben wir das beides, würde ich sagen, so ein bisschen aufgeteilt. Du hast dich um die eine Seite gekümmert, ich so ein bisschen um die anderen Themen. Sarah hatte die Rubrik Tiere. Wir haben eine Eigentumswohnung vermietet. Wir haben viele andere Themen noch im Hintergrund geregelt und zeitgleich geguckt, wie wir hier erstmal starten können und dann tatsächlich der reibungslose Übergang im Best Case ist. Wir haben uns hier einen Provider gesucht, der alles mit uns macht, damit hier auch einfach alles stimmt, ne? Der Rahmen drumherum, dass man hier gut aufgestellt ist, weil, wie gesagt, anderes Land, andere Sitten, und da wollten wir einfach im Vorfeld schon bestmöglich informiert sein, und das bedarf einer Planung, die dann gerne mal auch ein bisschen länger dauert. Deswegen haben wir früh angefangen und uns aber tatsächlich entschlossen, nach Dubai zu gehen, den Schritt zu wagen, die Erfahrung mitzunehmen, ne? Mhm. Und es war sowieso tatsächlich mein persönlicher Wunsch schon immer gewesen, vor 10 Jahren schon, irgendwann mal in der Sonne zu leben, in der Sonne zu arbeiten. Und jetzt hat sich die Möglichkeit ergeben für uns, und dann haben wir auch nicht lange gezögert, das zu machen. Dein Wunsch war eigentlich immer Barcelona eigentlich. Ja. Und jetzt ist es Dubai. Irgendwo in der Sonne. Ja, und was man noch dazu sagen muss, es war ja nicht einfach, okay, wir wandern aus. Wir haben wirklich unsere kompletten Möbel verkauft. Man hatte auch die Möglichkeit, natürlich alle Möbel und Autos zu verschiffen. Aber wir hatten jetzt nicht so extrem viele Möbel, dass ich jetzt gesagt habe, okay, die müssen wir jetzt alle mitnehmen. Wir haben alles verkauft, etappenweise, dass wir sozusagen irgendwann nur noch das Bett da stehen hatten und dann in eine Übergangswohnung gezogen sind. Und da muss ich wirklich Hut ab an unsere Tiere nehmen, weil die haben wirklich alles mitgemacht. Gerade für Tiere ist das ja immer ganz komisch, wenn auf einmal, okay, wir ziehen jetzt hier um, okay, jetzt sind wir in einer anderen Wohnung und jetzt müssen die in den Flieger und jetzt sind sie in einem anderen Haus. Wir waren ja vorhin im Airbnb. Ihr könnt ja mein Video sehen von dem Airbnb, wo wir drin waren. Heißt, sie mussten auch da wieder in Dubai erstmal in ein anderes Haus mit uns. Und jetzt sind wir wirklich quasi im Haus, wo wir jetzt erstmal ein ganzes Jahr bleiben werden. Damit einhergehend war es uns unheimlich wichtig, dass wir einen Monat bevor wir auswandern, nicht direkt von unserer Wohnung wegfliegen, sondern dass wir den Vormonat, weil da war Weihnachten zwischen, heißt auch immer Familienzeit. Und wir wollten einfach die Zeit nutzen, dass wir unseren Mieter schon mal in unserer Wohnung haben, wo wir vorher selber drin gelebt haben, dass das alles in trockenen Tüchern ist. Wir dann durch diesen einen Monat, wo wir im Übergangs-Airbnb gelebt haben, alles so ein bisschen beobachten können. Dann konnten wir uns damit schon mal so ein bisschen verkleinern, haben alles geschmälert und hatten dann wirklich nur so das Nötigste, wo wir wissen, okay, das geht jetzt
tatsächlich mit nach Dubai. Ja, dann sind wir am 3.1. hier rübergegangen. Wir hatten ein Airbnb für einen Monat, was preislich unverschämt war, muss ja. ich sagen, für das, was wirklich die gegeben Ausstattung. War. Aber wir haben die Gegebenheiten so akzeptiert. Wir wussten, es ist nur temporär. Wir waren, glaube ich, insgesamt dort 4 oder 5 Wochen drin ne? und hatten dann in dieser Zeit die Möglichkeit, ja, erstmal alles für uns so einzurichten, dass wir beide wieder remote komplett 100% arbeiten mussten. Die Internetverbindung war nicht die beste. Wir haben es irgendwie hinbekommen, ja. abzuwechseln. Aber dann haben wir in dieser Zeit, wie gesagt, die Möglichkeit griffen, mit dem Provider, den wir hier schon fest gebucht hatten, alles anzugehen, was so diese Rahmenthemen drumherum gehört. Also Visa, ne? wie man sämtliche Themen gründet, also alle Regularien. Genau, Firmengründung, Emirates ID, also wirklich so das Gesamtpaket. Das mussten wir halt natürlich in diesem ganzen Monat machen, weil, was viele nicht wissen, man darf ja einfach ohne Emirates ID keine Wohnung richtig oder kein Haus halt richtig mieten. Sonst ginge halt nur ohne Emirates ID, ja, Airbnb und das halt wirklich, man hat ja so einen begrenzten Aufenthaltstitel, heißt man, ich glaube, der ist 3 Monate ja. und da muss man das Land verlassen. Und deswegen mussten wir halt wirklich, als wir angekommen sind, ging es halt direkt los mit den ganzen Themen, dass wir halt wirklich ja, so einen Aufenthaltstitel hier bekommen und arbeiten dürfen. Genau, da haben wir mit dem Provider zusammengearbeitet, uns anfangs auf die Worte verlassen, die ja. gesagt wurden, ne? Und haben sich hier irgendwie doch 1-2 Themen wieder über den Jahreswechsel in Dubai geändert. Und dann war es auf einmal doch in dem Paket, was wir gebucht hatten, kein lebenslanges Visa mehr und das andere 3 Jahre, sondern es war dann tatsächlich nur 2x2 Jahre. Und das wurde uns einfach nicht gesagt, aber Provider war dann so gesehen die Schnittstelle gewesen und hat den Kontakt vermittelt zum Anwalt, mit dem wir dann zusammengearbeitet haben. Und ab dem Moment, wo der die Zügel in die Hand genommen hat, ging alles super, super smooth. Ich glaube, innerhalb von 2 Wochen hatten wir, glaube ich, alles. Ja, ne? Das sehr war fähig, sehr fair, transparent, immer erreichbar gewesen. Und das hat uns wirklich gut gefallen. Und tatsächlich auch ein Glück dann beruhigt, weil wir wussten, okay, es geht jetzt peu à peu. Kommt alles, ne? Und ja. wir haben es dann auch gesehen, dass wirklich Arbeit drin ist. Und dann haben wir unsere Emirates-ID bekommen. Das war ein richtig schönes Gefühl, das war ein gutes Gefühl, weil davor haben wir das Glück gehabt. Normalerweise ohne Emirates-ID hätten wir noch einen weiteren zweiten oder vielleicht doch sogar 3. Monat im Airbnb sein müssen. Aber dadurch, dass die Vermieter hier so lieb waren und gesagt haben, okay, wir glauben euch, dass der Prozess gerade stattfindet und wir konnten sie auch vorlegen, ja. haben die dann gesagt, okay, wir machen diesen 1 Monat übergangsweise noch ohne eure Emirates-ID. Quasi so als Monatsmiete. Man kann halt nur dann ohne Emirates-ID monatlich was mieten, nicht genau. halt lange Zeit. Ja, haben uns dann, wie gesagt, so einen Komplettpreis gemacht mit Nebenkosten und Internet und das war dann der 2. Monat. Und ab dem 3. Monat konnten wir uns dann mit unserer eigenen Emirates-ID auf den eigenen Namen alles buchen. Und dann war damit so gesehen alles abgewickelt. Ja. Waren die Konten tatsächlich noch zu errichten? Das war auch relativ spannend, weil... Wir wurden schon vorgewarnt, aber irgendwie haben wir es vergessen. Genau, wir wurden vorgewarnt, dass die hier mal ein Konto eröffnet, schon mal gern am Anfang ganz viele Fragen auf einmal stellen, um einfach zu gucken wollen, wie man reagiert. Und die Fragen waren wirklich sehr random. Von, ja, was macht ihr hier? Aber so ganz holprig und den hat irgendwie gar so nicht böse wirklich... böse geguckt hat er auch die ganze Zeit so, als wären wir die Schwerstkriminellen. Genau, den haben wirklich gar nicht so die Antworten interessiert. Eher wie darauf man reagiert und wirklich, also woher wir kommen, ne? Warum wir hier rübergehen, wie viel Geld wir aus Deutschland mitbringen, pipapo. Ja. Aber es hat alles super smooth geklappt und ein sehr digitales Bankensystem hier. Was innerhalb auch von 3-4 Tagen dann komplett dort war, alles einzurichten war. Ja, und damit war dann der Prozess tatsächlich abgeschlossen. Und für uns dann auch in diesen holprigen 2,5 Monaten eine ziemliche Umstellung, muss ich sagen, weil man immer nur rückblickend von Tag zu Tag gearbeitet hat. Also wir konnten überhaupt nicht weit hinausblicken. Es war immer so, okay, was passiert morgen? Hoffentlich wachen wir morgen früh nicht auf. Was ist, wenn es abgelehnt wird? Was ist, wenn irgendwas? Also man hat halt immer die Sorge, dass man wieder zurück nach Deutschland muss. Es wäre schlecht, wenn man zurück nach Deutschland geht, aber wenn man sich fest entschließt, auszuwandern, dann will man das auch komplett durchziehen. Und es war einfach wirklich viele Nerven. Ne? Also ich bin echt froh, dass wir das durchhaben, dass wir hier wirklich leben, ganz normal leben, zum Sport gehen, ja. unserer Arbeit nachgehen, am Wochenende ausgehen. Also mit Freunden treffen, als wäre nie was anderes gewesen, als wären wir eigentlich schon immer hier. Also so fühlt sich das für mich ja. an. Ja, jetzt auf jeden Fall. Also ja. so seit ein paar Wochen davor war es immer sehr holprig. Ne? Auch für unsere Tiere. Also das finde ich auch heftig. Charlie geht auch in der Hute ab und an und da fühlt sich da einfach wirklich sehr wohl, hat schon hier Hundefreunde. Das denken halt auch viele, dass Dubai nicht so viele Hunde hat, aber die sind so hundefreundlich hier. Das ist echt heftig. Ja. Und das sind halt auch solche wichtigen Punkte,
die man einfach dann mitgenommen hat, ne, durch diese Erfahrung jetzt in den letzten 4 Monaten. Auch die komplette Freundlichkeit von allen, die deutsche Community, die normalen Communities, mit denen man sich dann auch unterhält, das ist schon cool. Genau, was zum Thema Provider tatsächlich anbelangt, wir hätten das Ganze auch schon abwickeln können, wenn wir noch in Deutschland gewesen wären, dann hätten wir wahrscheinlich hier weniger Stress gehabt und die Emirates-ID lag schon vor. Dann hätte man nur noch sowas machen müssen wie den Medical Check zur Blutabnahme, hier zur Kontrolle. Wir haben uns aber bewusst dagegen entschieden, weil wir haben den Provider bis dato in Deutschland, als wir uns für ihn entschieden haben und noch 2 andere mit ihm verglichen haben, hatten wir nur ein virtuelles Gesicht vor Augen. Das heißt, es war überhaupt keine Greifbarkeit da. Und dann stellst du dir die Frage, gut, du hast diese Person noch nie gesehen, du weißt nicht, steckt da wirklich jetzt eine richtige, seriöse Firma hinter? Und dann haben wir für uns gesagt, wir wissen es nicht. Wir lassen es sein, wir gehen das Risiko ein und zahlen halt den Hauptbetrag erst, wenn wir hier sind. Wenn wir die Person wirklich sehen, wenn wir 2, 3 Gespräche mit dem geführt haben. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, man kann das auch vorher abwickeln. Dann müsst ihr euch aber sicher sein, indem ihr die Person entweder direkt kennt oder er kommt über 2, 3 Referenzen, dass ihr einfach wisst, da ist Fundament. Ihr werdet nicht irgendwie veräppelt, weil da steht dann viel Geld im Spiel. Und wenn das dann weg ist, da haben wir auch schon hier gehört, es gibt leider auch viele schwarze Schafe am Markt. Seid euch da sicher, holt euch Referenzen ein und geht immer über dieses Empfehlungsthema. Ganz wichtig. Man muss aber auch noch dazu sagen, man kann das halt aus Deutschland schon steuern lassen und machen lassen. Aber das Einzige, was halt wirklich sehr wichtig ist, man muss mindestens 1 bis 2 Wochen trotzdem vor Ort sein, weil man muss einen Medical Check machen, dafür muss man vor Ort sein. Und die Biometrics, das kann man nicht von Deutschland aus machen. Da muss man wirklich als Person vor Ort sein. Und erst wenn das erledigt ist, erst dann kriegt man die Emirates-ID ausgestellt. Das ist halt wirklich sehr wichtig. Medical Check habe ich auch ein sehr wichtiges TikTok gemacht, so was eigentlich da so gesundheitlich abgefragt wird. Aber gerade Biometrics, da wird alles gescannt, also quasi die Hand gescannt und sowas geht halt wirklich nicht aus Deutschland heraus. Dann haben wir tatsächlich in unser erstes Video jetzt mit reingenommen, das was am meisten nachgefragt wurde auf unseren beiden Kanälen. Ja. Das war tatsächlich immer wieder die Frage, was sind so die Fixkosten hier? Was sind die Unterhaltskosten? Was kostet alles drumherum? Und wir wollen uns in dem Video jetzt erstmal auf das Wichtigste beziehen. Nicht auf dieses, was kostet der ganze Prozess, um erstmal hier hinzukommen. Das machen wir dann einzeln und separat. Aber wichtiger ist es erstmal, das ist Feedback eurer Fragen. Was kostet es hier mit den Fixkosten, um hier leben zu können? Aber man kann es nicht pauschal beantworten, jeder hat individuelle Lebensweisen, jeder hat andere Vorlieben, andere Vorstellungen, manche wollen Budget. Nur in der Stadt leben, nicht so weit außerhalb wie wir. Genau. Manche bestellen lieber ganz, ganz viel, die anderen kochen lieber. Ja. Das sind eigentlich das kann man nicht pauschal sehen. Wir können halt nur über uns gerade reden, wie so unser derzeitiger Stand der Fixkosten ist. Unser, um euch die Frage dazu beantworten, möglichst präzise, wir leben hier mit 3 Tieren, 2 Katzen, 1 Hund. Wir beide als Person und noch keine Kinder. 30 Minuten weg von Dubai, vom Dubai-Zentrum. Und das ist tatsächlich erstmal so der Rahmen jetzt drum. Wir haben hier eine Quadratmetergröße von 150 Quadratmetern circa. Ja, würde ich auch sagen. Mit Garten, wir haben 2 Bedrooms, also 2 Schlafzimmer und 2 Balkone. 2 Balkone und 3 Bäder. Ja. Und, wir zahlen eine Miete plus Internet und Nebenkosten nochmal zusammengerechnet von 1850 Euro. Monatlich. Genau, im Monat. Kommen für ein Auto aktuell. Wir haben noch den Mietwagen, den wir von Anfang an hatten. Ein Kleinwagen, so ein Kia Rio haben wir. Das ist eigentlich ganz süß. Genau, wir haben uns noch nicht wirklich um ein Auto auf eine Langzeitmiete gekümmert. Das ist erstmal absolut okay so. Soll erstmal nur seinen Zweck erfüllen. Zahlen wir 520 Euro. Plus nochmal 520 Euro für uns beide zusammen. Wenn wir im Ausland sind, müssen wir uns über eine private Auslandskrankenversicherung informieren. Ja. Und da haben wir in dem Fall die Passportcard gewählt. Kostet für uns beide zusammen 520 Euro. Dann kommen tatsächlich nochmal reine Fixkosten, was so die Einkäufe angeht dazu. Einkäufe plus Tiere, also Tierversorgung, Katzenstreu, Katzenfutter, Hundefutter. Unsere Einkäufe, die wir uns hier liefern lassen, weil es das tatsächlich anbietet. Das ist angenehmer für uns, als rauszufahren. Man kann sich ja alles liefern lassen. haben wir mit 750 Euro im Monat drin. Dafür sind für uns 600 Euro an Einkaufskosten und für die Tiere nochmal so 150 Euro. Mhm. Hinzu kommen tatsächlich dann für uns beide nochmal über den Anbieter Du haben wir eine Prepaid-Handykarte, ist für uns erstmal angenehm. Die kostet für uns beide zusammen 40 Euro, also jeweils 20 einmal im Monat. Manchmal laden wir noch nach, aber ich lade immer nach. Und dann zahlen wir tatsächlich nochmal für einen Bank-Account 30 Euro im Monat an tatsächliche monatliche anfallende Gebühr. Und zu guter Letzt, mein Friseur und Sarahs Beauty-Themen
zusammengerechnet auch nochmal 160 Euro roundabout. Heißt, wir sind in der Summe bei Fixkosten von 3.870 Euro. Knapp 4K, ne? Genau, bis nach unten runter. Da sind wir jetzt noch nicht irgendwo draußen einen Drink trinken gegangen, irgendwo was Leckeres essen gewesen. Das kommt dann tatsächlich auch noch on top. Aber wirklich, es soll erstmal nur darum gehen, um hier leben zu können. Ja. Und das sind so quasi unsere Fixkosten, die wir halt wirklich monatlich haben. Und dann erst, wenn die Fixkosten bezahlt sind, dann können wir halt erstmal gucken, okay, was legen wir zurück und was... Ne, was benutzen wir jetzt für die Freizeit, für Haare, für Beauty, whatever. Ja. Wir hoffen, euch hat das Video über Time to Say Dubai und die Fixkosten in Dubai gefallen. Wir zeigen euch natürlich nächste Woche wieder ein sehr spannendes Thema. Und hinterlasst gerne mal einen Kommentar und sagt, was würde euch denn interessieren? Worüber sollen wir ein Video machen? Ansonsten bedanken wir uns bei dir fürs Einschalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bye. Nächste Woche. Ciao.